Olympiasieger, vierfacher Weltmeister, vierfacher Gesamtweltcup-Sieger, 40-facher Sieger im Weltcup. Das ist unser heutiger Studiogast, der Birnin Zurbicken. Als Ski-Walle-Präsident ist er heute anwesend. Dankeschön für deine Präsenz. Birnin Zurbicken, du kommst gerade von der Piste. Was hast du gesehen als Ski-Walle-Präsident? Ja, ich bin gerade in Sinal gesehen und habe da die Fiesrennen mal mitverfolgt. Wir haben ja sehr viele Rennen, Fiesrennen im Herbst hier im Wallis. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen, dass wir so früh Ski fahren und dass die Mannschaft dass die Chance wahrnehmen kann, dass es Regionen gibt oder Clubs oder Bahnen, die bereit sind, die Rennen durchzuführen und damit uns Plateau oder das Plattform machen, die damit dass wir schön gute Pinken machen, nicht vorwärts kommen, einen Schritt für die Zukunft. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, eigentlich als Star und Champion, als mehrfacher Sieger, als Starfahrer auf die Seite eines Funktionärs zu wechseln? Ja, das war nicht so ein Entscheid, der gerade von mir aus kam. Das muss ich schon sagen. Das war ein Prozess, der langsam angefangen hat, als meine Kinder klein waren. Ist das der Silvan und die Heidi ist auch noch gefahren, zum Teil gewesen. Man war stark involviert mit dem Ganzen, ja, was geht in der Zukunft so langsam. Man hat sich langsam mit dem Thema befasst, von den Jugendrennern, von den Kinderrennern. Ist das so immer mehr in das Thema drin gewachsen und haben wir so feststellen, ja, es ist eigentlich gar nicht viel vorwärts gegangen im Bereich von der Schule und der Sport und so. Und dann habe ich gesagt, man sollte schauen, mal so ein kleines Projekt zu machen, zu schauen, ob man das vielleicht in der Region mal ein bisschen ausbauen, probieren, etwas. Und dann haben wir das gestartet in Zermatt, damals. Und wir haben dann Deutsche so, ein Marketing-Mensch gehabt, der hätte ich sogar so ein Marketing-Konzept gemacht, ein kleines, ganzes kleines. Und dann haben wir dann nachher gesagt, SUS, Schule und Schneesport. Und ein Jahr haben wir das probiert und dann haben wir das ein bisschen dem Verband präsentiert, um zu sagen, wie man hätte vielleicht dezentral in der Jugend das besser gestalten oder hätte vorwärts machen und haben ein bisschen das Konzept zusammengestellt. Und plötzlich ist da die Frage aufgekommen und gesagt, ja, wenn wir das durchbringen wollen, dann braucht es Leader-Personen, es braucht Leute, die glaubwürdig sein können, die hinter dem Sport stehen können, die hinter dem Ganzen stehen, dass der Bevölkerung und dem Staat und alle, die dahinter sind, wichtig wird. Und da ist die Anfrage nachher auf mich gekommen. Und ja, ich habe mich dann wirklich nicht leicht getan. Ich habe zwei Monate lang studiert und habe mir gesagt, ich bin eigentlich nicht aus dem Grund gekommen, dass irgendwie in die Füße abstappen, zu treten oder dass es so in der Richtung zu führen. Ist mir aber plötzlich bewusst worden, dass es wirklich wahrscheinlich jemand braucht, für das ein bisschen zu steuern oder zu führen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, den Kopf da zu tun und etwas für die Jugend zu machen. Also nicht gerade wie die Rundfrau zum Kind, aber aus einem kleinen Projekt zu einem grossen Projekt. Heute ist ein grosser Laden. Kannst du ein paar Zahlen bekannt geben, wie gross ist heute das Ski-Walle? Ja, das Ski-Walle hat im Gesamten praktisch 400 Athleten. Wir haben einen grossen Trainerstaff von über 20 Trainern, fixe Trainer plus Assistenztrainer, die ganz so operativen, die wir jetzt feiern, und alles zusammen, das ist ungefähr im Budget mit allem zusammen dann 3 Millionen. Und das ist mit diesen aufgebaut, so über die 10 Stützpunkte. Auf einer Seite auf dem Alpine, auf der anderen Seite haben wir den nordischen Bereich, den wir auch aufgebaut haben. Jetzt dazu ist natürlich auch der Snowboard-Bereich und jetzt nochmal dazu, nächster Schritt ist der Freestyle-Skiing-Bereich. Also Ski-Walle ist ein Wachsen. Wir haben dann nachher auch noch das Projekt Tres Étoiles gemacht. Da sind jetzt 1100 Kinder mit den Clubs, die da mitmachen. Und es ist davon eine recht grosse Dimension, hat sich das angenommen. Und daran angeheicht, von der nächsten Schritt praktisch gesagt zum Junior-Alter, ist das Nationalleistungszentrum gekommen mit Brieg, mit allem zusammen, wo wir eigentlich auch noch ein Teil mit drin sind. Das heisst, der Alpine-Bereich ist Swiss-Ski, der das feiert mit den Regionalverbänden zusammen. Aber der Nordisch und der Snowboard-Bereich ist praktisch Ski-Walle, dass er das alleine feiert wird. Und das ist so ein bisschen der ganz grosse Kuchen, der praktisch 3,5 Millionen kostet. Also aus einem kleinen Projekt ist ein sehr grosses, ambitioniertes Projekt, sprich verbannt worden. Als Skirennfahrer hast du alles erreicht, kann man sagen, sozusagen. Mit 27 schon das Privileg gehabt, der 50 Herren, hast du alles im Kibbel gehabt, sozusagen. Was sind die Ziele von dir als ehemaliger Skichampion, jetzt aber mit dem Skiverband, mit Ski-Walle? Was willst du da erreichen?
Ja, klar will man viele Junge zum Skisport begeistern, will man viele Skifahrer kann man nachbringen, aber ich glaube, das grosse Ziel ist für mich einfach gesehen, dass ich effektiv gesehen habe, weil diese Jugendlichen und diese Eltern und der ganze Gesellschaft wahrbringen oder näher bringen, dass es die Ausbildung mit dem Sport hat zusammen gewährleistet werden. Und dass es einen grossen Sinn macht und dass es wichtig ist für die Gesellschaft in der Richtung. Und vor allem hier im Wallis für die Gesellschaft wichtig ist, weil wir leben vom Schneesport. Ich will die Jungen in der Richtung begeistern, dass der Schneesport ein interessanter Sport ist. Das weiter ausführen und uns ein bisschen probieren, in der Richtung etwas dafür zu tun, dass wir nach wie vor das Wallis eine Skiregion, eine Skination bleibt. Du hast es angesprochen, man hat ein Zugpferd gebraucht und mit dem Namen Pirmin Zurbiggen, das ist eine Marke, das ist ein Brand, kann man sagen, hat man das gefunden in einer Person und das läuft auch dermassen. Nachdem du hast sehr viele Geldquellen, Sponsoring können eröffnen und akquirieren. Mhm. Ein grosser Laden, ein grosser finanzieller Aufwand, du hast es vorher erwähnt. Keine Angst, dass man plötzlich das Geld nicht mehr findet. Mal, das ist immer so. Das ist die Sorge hat man immer. Und mit der Sorge gehe ich immer ins Bett. Und weil ich weiss nicht, was morgen ist, wir haben immer so phasenweise, oder wir können Verträge abschließen, die über ein paar Jahre gehen. Aber das stimmt, dass sich das abwechseln. Und dann ist man immer froh, wenn wieder Sponsoren und Partners und die Leute, die einen unterstützen, weiterfahren. Und dann weiss man nie richtig, woran das ist. Weil wir haben ja sicher ein Problem, ist die ganze Arbeit, die wir hier machen, in Erwähnung zu bringen. Und die Förderung in Erwähnung zu bringen. Da haben wir nicht das Element, was sich eigentlich müsste kehren, für effektiv in diesem Gräser und in uns noch besser abgedeckt sein. Also da probieren wir jenes die richtige etwas zu machen. Wir probieren, das mehr unter die Leute zu bringen, dass die Leute das wahrnehmen und dass sie sehen, was wir machen. Die Firmen, die ich euch unterstütze, dass die Leute sehen, die Firmen stehen nicht hinter den Einigen, nur hinter der Werbung da, sondern sie sehen das ganze Projekt. Und dann bin ich auf jedes Mal stolz, wenn ich sagen kann, okay, die Firma geht weiter. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wir haben jetzt 10 Jahre dahinter und wir haben einen 3-Jahres-Vertrag gemacht. Das heisst, ich habe loyale Partner, ich habe loyale Firmen, die dabei sind. Und nachher nicht zuletzt habe ich natürlich den Kanton Wallis, der voll dahinter steht. Oder das nicht ich, sondern da hat die ganze Skiregion hat Wallis, der dahinter steht, dass wir effektiv der Kanton der will, dass wir nach wie vor in der nächsten Zeit euch Ski rausbringen. Und euch so die Bergbahnen und euch müssen wir nachher sehen, die Schüler, die da am ganzen Euro mitmachen, die müssen ja alle dahinter stehen. Das ist so eine Einheit, aber das ist immer wieder ein Prozess, da haben wir immer wieder Sachen, ja, die mal hier gut gehen, mal vielleicht etwas, was etwas ein bisschen wieder zum Entwickeln ist, was sich ändert, man muss wieder Sachen anpassen, haben wir jetzt gerade in letzter Zeit gehabt. Mit dem älteren Stufenänderung von der FIS, wo man bis auf 17 Jahre geht, mit der IO-Fahrer. Das hat eine totale Kettoreaktion ausgelöst, in der ersten Richtung, weil wir haben das Ganze müssen anpassen. Und das ist normal. Aber ich mache mir auch Sorgen, ein bisschen in der Richtung, wenn der Pirmin mal nicht mehr da ist, wer macht das weiter? Und ich hoffe, dass er so aufzubauen, dass der, der euch nachkommt, dass er ein Fundament hat, dass er nachher das mit Ruhe und Gewissen kann übernehmen. Man darf schon sagen, mit deinem Namen und vor allem mit deinem Engagement, mit deiner grossen Arbeit unterstützt du die Basis, förderst die Jungtalente im Schneesport, vor allem im Wallis. Talente kosten trotzdem noch viel Geld, vor allem für die Eltern. Was ist so deine Ansicht da? Du unterstützt zwar, es wird erträglicher, finanziell, die Busse sind gesponsert, das Material, die Trainer zum Teil auch. Trotzdem, es kostet immer noch ein Stangengeld für die einzelnen Familien, was ich das Abenteuer versuchen zu leisten. Genau, wir probieren ja dem entgegenzuwirken, wir probieren die Qualität im Beruf zu bringen. Das sind so zwei die Grundelemente. Nachher muss man sagen, eine gewisse Stufenklasse ist, mit wie viel Geld müssen wir ungefähr rechnen. Also wenn man jetzt sieht, wir haben das erste Mal, wenn man mal in die Zirkus 3 will wachsen oder besser im Rennsport, ein bisschen etwas will näher bringen den Kindern, dann haben wir die Mini-Rennen. Und in diesen Mini-Rennen, das sage ich immer, das ist der Kostenteil ist sehr klein. Und da müssen wir auch nicht, weiss Gott, wie übertreiben, weil man nämlich, wenn man sieht, wie viele Stufen das nachher noch gibt, hat es keinen Wert, dass man einem Kind gegen 2 oder 3 Paar Ski kaufen und eine Mini. Das ist unrelevant. Und da müssen einfach ein bisschen die Vernunft oder Eltern haben und sagen, okay, das ist Mini, wir wollen die Begeisterung bringen an diesen Kindern. Und nachher kommt der nächste IO-Schritt und da gibt es
vielleicht schon etwas mehr zu investieren. Da gibt es etwas, sagen wir, zwei Slalom-Ski, zwei Riesenski, je nachdem, was du ein bisschen brauchst. Aber was du auch brauchen kannst, wieder, oder kannst profitieren von anderen Athleten, die schon mitgemacht haben, die euch dich unterstützen, dass das dein Material wieder dem Jüngeren mitgeben oder dem Nächsten mitgeben und dass die Kosten relativ tief sind. Und wir probieren euch in dem Sinn, dass wir das Gewand oder die Kleider und alles zusammen haben wir selber eine Kleiderfirma gemacht, wo wir jetzt die Valley Mountain SA gegründet haben, damit die wir mit, wenn ich so darf sagen, mit Intersport ein Produkt entwickeln, das wir euch zu einem günstigen Preis diesen Kindern abgeben. Also das heisst, dann älteren Teil entgegenkommen und dass sie auch nicht zu viele Kosten generieren. Dann kommt der Stützpunkt, wo wir die natürlich in der Region zu halten, dass die Kosten tief behalten können, dass sie in der Region trainieren, dass aber auch noch daheim sein können, dass damit auch noch der Kostenbereich tiefer wird. Und jetzt sehen wir natürlich, wie höher man den Schritt kommt, um die Kästen hergehend. Das ist klar, sobald er sich dann nachher in ein nationales Leistungszentrum reinkommt, da sind die Kästen einfach grösser. Wir haben da, du musst von Fiesrenner zu Fiesrenner Training machen, da geht nachher der Kostenteil sehr, sehr hoch. Und da versuche ich dort probieren, dass ich über den Kanton eine gewisse Unterstützung, eine kleine gewisse Unterstützung der Eltern mitbieten kann. Aber da in diesem Bereich muss man sagen, da ist der ältere Teil der Kriegsspiel. Sponsor. Aber das sind dann wieder Leute oder junge Athleten, die man muss sagen, die haben den Fokus auf Karriere. Und da muss man damit rechnen, dass man da ein paar Franken starten muss. Also finanziell ist nicht ganz ein unbeachtlicher Teil, den die Eltern aufkommen müssen. Ja. Dazu kommt immer wieder Unfallverletzungsgefahr. Was spricht trotzdem dafür aus deiner Sicht? Du hast selber Karriere durchgemacht, du hast selber Kinder, die da auch mitmachen. Was spricht trotzdem dafür, in diesem Schneesport, Rennsport mitzumachen? Ja, ich glaube, die Kinder, die das mitmachen, die machen eine gewaltige Erfahrung. Eine Erfahrung in dem Sinn, dass lehrend, dass man mit einem guten Körper, einem gesunden Körper etwas erreichen kann. Dass man damit schon auf eine Bahn leiten tut, was die Wertschätzung wahrnehmen dient, was das will heissen. Das ist auch wieder ein Verzicht lehrend, aber dass euch die ganze Kollegialität, was wir untereinander lehren dient, mit Einschirm, weil ich sage, ich vielmal habe noch das Glück, nachher sogar die Beidsprachigkeit lehren dient. Schreibt ihr euch lehren, wie man miteinander umgeht, trotzdem, dass man Einzelsport ist, ist man gleich nachher irgendwo so im Team. Man lernt einfach Phasen von Erfahrungen, Erfahrungen des Lebens, sage ich immer, in kurzer Periode kennenlernen. Wie tue ich, wenn ich gewinne, tue, wie gehe ich mit dem um, wenn ich verliere, tue, wenn es meinem Kollegen daneben schlecht gegangen ist oder jetzt ist mir gut gegangen, wie tue ich reagieren gegenüber, wie tue ich mit dem Trainer reagieren. Das sind also so kleine Lehrgänge, die ich finde, das sind absolute super Lehrgänge für die Zukunft, für das Leben, die dir selber viel bringen und was du weißt, es kann nicht immer nur die Rosen des Lebens geben, sondern es geht auch die Dornen und die müssen wir euch überstehen und über wissen, wie man die anpacken tut, dass man es nicht gerade zerkratzen und wegen ein paar kleinen Sachen, dass man so weiss, wie ich mit dem umgehe, sage ich das jetzt mal, ich das jetzt mal so interpretieren. Und ich glaube, dann hast du schlussendlich, ja, dann gehst du mit der Überhand wieder davon, wenn die Rosen euch verschoben hast. Ganz eine direkte Frage, Birmin Zurbriggen. Damit müssen wir umgehen können. Man ist nicht immer in Hoch, manchmal auch im Tief. Wie gehst du selber persönlich mit dem Erfolg oder dem Misserfolg von deinen vier Kindern, die zurzeit an den Rennen tätig sind und teilnehmen, um persönlich? Wie geht das dir als Vater und ehemaliger Ski-Champion natürlich? Ja. Nein, ich glaube, ich konnte hier daraus lernen, in meiner Karriere, dass es nicht immer das Gold ist, was matchentscheidend ist, für dich glücklich zu bringen. Es ist sicher ein Ziel, das man jemand hat. Und wenn es halt nicht geht, ist der erste Moment die maßlose Enttäuschung da. Und nachher das zurückzufinden zur Realität, zu sagen, mein Gott und Vater, das Leben geht sowieso weiter. Das Leben ist ja nicht nur ab Resultaten, ab Erfolg abhängig, sondern ab anderen Sachen abhängig. Man muss das Beste dafür tun und dann sehen wir, dass man den Prozess durchleben muss miteinander. Und ich habe es wunderschön gefunden, wie ich mit meinen Kindern das miterleben konnte. Ich hoffe, dass jeder ältere Teil, wie vielleicht du oder andere euch, können miterleben mit diesen Kindern, das durchzugestalten. Und dort lebt man miteinander Phasen durch, wo man einander besser gelernt kennen und sieht, dass jeder irgendwo ein Kratzen an sich hat und probiert vielleicht manchmal anders besser zu reagieren oder falsch reagiert hat, das zu korrigieren. Und so geht es mir genau gleich mit meiner Familie. Ich muss sagen, ich hätte jetzt den Sport nicht angefangen, dann Kindern zu sagen, wir machen den Sport nur wegen der Erfolgswillen, sondern weil ich weiss euch, besser so gesagt, wie schwer das ist, wie viel es braucht, zu aller Oberstar zu kommen. Es braucht sehr, sehr viel Glück, es braucht eine unheimliche Überzeugung, es braucht einen Einsatz, wo man mehr ist, was die anderen machen. Und schlussendlich kehrt das
Quäntchen Talent auch noch dazu, dass man genau zu dem Punkt das Richtige macht, was zum richtigen Zeitpunkt. Und das sind Elemente, wo man sich sagen, okay, die müssen wir zuerst mal stehen und realistisch sein und sagen, schaut, macht der Sport uns Freude. Und der, was nachher rauskommt, ist der gut. Und was nicht rauskommt, spielt überhaupt keine Rolle. Wir schauen das ein bisschen so mit dem letzten Ding sagen, weißt du, okay, hopp der Besen, geben wir mal. Also jetzt ist er wieder. Birwin Zurwicken bereits als Präsident schafft, nämlich viel und gut. Wir wissen, wie er mit dem eigenen Erfolg und Misserfolg von den eigenen Kindern umgeht. Jetzt wollte ich noch gerne wissen, wie ist denn eigentlich, was können die Nachwuchsläufer von dir und euch inklusive deine Kinder profitieren als ehemaliger Champion, nicht als Skipräsident, nicht als Elternteil, sondern eben als ehemaliger Topfahrer, als mehrfacher Champion? Ja, das ist jetzt in dem Alter, wie jetzt meine Kinder sind, 22, 20, 19 und der Kleinere ist 14. Ist das schon ein problematisch? Oder ich sage jetzt einmal so, da habe ich die Trainer sind da und ich will da nicht zwischendrin reden, weil sonst fährst du nicht unbedingt vom gleichen auf Aredo und du weißt nicht genau, was der Trainer gesagt hat. Also dort würde ich lieber sagen, weißt du, das Training und das Aufbau machen ihr mit euren Leuten. Wenn ihr etwas braucht, dann ist der Papa da, der sagt Nagara, gibt Nagara einen Tipp, kann einen kleinen Anweisung geben, was ihr drauf schauen sollt oder so, aber nachher müsst ihr es selber umsetzen. Und so, es war eher vor, als ich die Kinder kleine hatte, als ich mit denen anfangen Ski fahren und selber ein bisschen Trainer machen und mit der Begeisterung auf dem Niveau, wo man hat, kann man riesige Fehler machen und die Freizeit präsentieren. Dann haben wir eine andere Verbindung, oder besser gesagt, dann habe ich mich mehr eingesetzt. Oder? Und jetzt bin ich eigentlich ein bisschen mehr in den Hintergrund gegangen und habe gesagt, dafür haben wir gute Leute hier. Wir haben gute Leute hier und ich sehe das sogar einen Stützpunkt da. Super Trainer hier und ich habe letztens gerade gesagt, ich bin wirklich mit Stolz da gewesen, gesagt, wir sagen, ihr habt eine grosse, grosse technische Basis, bringt ihr mit, für diesen Kind nachher sie weiterzubringen. Und das ist der Punkt. Und wenn ich da immer gegen rede, das wäre falsch. Ich bin in meinem Posto bin ich wie ein Verwaltungsratspost und für den Präsident. Und ich muss das schauen von der Operative aus und nicht direkt vom Technischen selber, vom Verband drehen. Und darum habe ich mich eigentlich, sehe ich mich ein bisschen mehr im Hintergrund und nicht unbedingt direkt mit meinen Kindern da oder ganz in etwas gedreht zu reden. Klar, die haben daheim reden und sagen, ja, wie ist der gegangen und wie hat er es gehabt und so. Aber da muss ich immer einen Zeug passen. Und ich glaube, was schön ist, dass ich sehe, selber die Kinder Ski finden und ihr euch eigenen Weg gehen. Und das macht mir euch frei. Also Birwin als Strategen und Funktionär. Trotzdem, du kannst am besten warten, wenn nicht du werden, sonst vergleichen. Damals, was du bist gefahren auf dem höchsten Niveau und heute Technik, Veränderungen. Was hat sich grundlegend verändert? Vielleicht nicht nur technisch, einfach von deiner Zeit im Skirennsport zum heutigen Zeitpunkt. Ja, es sind natürlich, wenn man das anschaut, ja, das ist die Psyche, die sich verändert hat. Die muss immer stärker werden, weil die Breite stärker kommt. Es ist der Körper, der ist mehr herausgefordert, weil die euch durch das Material und die Pistenqualität der Körper mehr gefragt ist. Also das heisst, man muss haargenau wissen, was man machen tut in verschiedenen Situationen, wie man sich vorbereitet tut. Da kommt einfach viel mehr auf die Athleten zu. Es kommt nicht so zur Geltung im Fernsehen, was den Athleten da zukommt. Das geht so schnell ab, das ganze Zeug, dass man das gar nicht richtig wahrnimmt. Und ich weiss nur zu gut, was das heissen will, heutzutage mit diesem Material so schnell zu fahren. Du musst so schnelle Bewegungen zurückbringen, du musst so schnell mehr reagieren. Ich kann das fast praktisch nur bewundern, was die heutzutage machen. Da sind wir ja praktisch Slow Motion gefahren im Verhältnis. Also, da sehen wir, und trotzdem ist es mir dazu mal, wenn ich euch gewusst habe, ich bin selber im Limit gewesen und habe selber gewusst, du musst mit deinem Limit umgehen. Du musst mit deinem, sage ich jetzt mal, mit deinem Bereich noch spielen. Und weißt du, wie weit darf ich gehen? Und ist heute immer noch genau gleich. Und die Technik hat sich vielleicht ein bisschen in der Richtung mit dem Material abgeändert. Jetzt sind sie mit dem Schritt zurückgekommen wieder, dass die Detaillierung weniger ist. Du merkst, jetzt kommst du gerade wieder ein bisschen mehr in die Richtung, was wir gemacht haben, dort mal die Grundbasis. Aber das Grundelement Skifahren ist mit der Grundstufe oder mit dem Grundelement praktisch in jeder Richtung immer das Gleiche geblieben. Wie lange ist der Birwin Zurwicken noch dabei als Präsident Skiwale? Ja, wenn ich das wüsste, ich habe dazu mal vor einem Jahr abgegeben im Swisski, weil ich gesagt habe, ich will mich wirklich mit dem Verband hier noch verbessern und ich will das noch ein bisschen mehr wahrnehmen, die Arbeit hier in der Region gut zu gestalten, vor allem, dass wir
der Verband gut läuft dort und dass das Nationalleistungszentrum wirklich seine Basis für Kunden und seine Wertschätzung. Und ich glaube, das ist mir bis jetzt nicht schlecht gegangen. Aber das ist nur dort gelangen, weil so viele mithelfen und alle sich bewusst sind und dahinter klemmen. Und schlussendlich bin ich nur der Kopf. Eigentlich der Dank gehört alle anderen. Also bleibt nur noch zu sagen, Ski heil, Hals- und Beinbruch. Viel Glück für den kommenden Winter, den Birmin Zurbrücken. Dankeschön, bist du da gewesen. Dankeschön, habt ihr zugeschaut. Und bis zum nächsten Mal.